Herzlich willkommen zur vierten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir schauen uns heute das Rechnen mit ganzen Zahlen und die Ein- und Ausgabe von Integerzahlen an. Die Operationen kennen Sie alle schon aus Grundlagen der Programmierung. Mit Klammern können wir die Priorität der Operatoren erhöhen. Dann haben wir die unären Operatoren, also die Operatoren, die nur ein Argument haben. Das ist quasi das Vorzeichen. Wir hätten auch noch die bitweise Negation, das Inkrement plus plus oder Dekrement minus minus. Die arithmetischen Operationen plus minus mal geteilt, sowie die Modulo-Operation. Die bitweisen Operatoren, jetzt hier nochmal die Negation, das Links- und Rechtsschieben und exklusiv oder. Und natürlich die Zuweisungsoperatoren, also das einfache Zuweisen und in C immer kombiniert mit einem Operator, die Kurzzuweisung plus ist gleich, mal ist gleich, minus ist gleich, nicht ist gleich. Wir schauen uns nur wenige Operationen im Detail an, mehr oder weniger als Wiederholung, nachdem Sie eigentlich die Integer-Operationen aus Grundlagen der Programmierung bereits kennen. Die Zuweisung. In C ist die Mehrfachzuweisung erlaubt. Wichtig bei der Zuweisung ist auf der linken Seite des Ist-Gleich-Operators muss eine Variable oder, wie wir später lernen, ein zuweisbarer Speicherbereich stehen. Das heißt, bei einer Mehrfachzuweisung kann ein rechtseitiger Ausdruck mehreren Variablen gleichzeitig zugewiesen werden. Jetzt hier das zweite Beispiel U gleich V und beiden Variablen wird zugewiesen der Ausdruck A plus B mal C. Anderes einfaches Beispiel wäre I gleich J gleich 0. Ich kann also mit einer Anweisung in C zwei Variablen gleichzeitig auf 0 setzen. Die Division, wir müssen immer beachten, es ist eine Ganzzahlendivision. Das heißt, das Beispiel W gleich C geteilt durch 2 mal 2 ist nicht, wie in der Mathematik es der Fall wäre, einfach W gleich C. Nein, für ungerade C kommt hier natürlich etwas anderes heraus. Wenn ich C zum Beispiel mit 1 annehme, 1 durch 2 ist nicht 0,5, sondern als Integer-Division gibt es eben 0. Das heißt, C schneidet Nachkommastellen prinzipiell einfach nur ab bei der Integer-Rechnung. Und darauf müssen wir einfach beim Arbeiten mit Integer-Zahlen achten. Ja, offensichtlich das Beispiel drunter, I gleich 7 durch 8. Ich stelle die Frage häufig in der Prüfung oder in ähnlicher Form und kriege dann häufig auf 15 Stellen oder 16 Stellen ausgerechnet die Nachkommastellen. Das kostet sehr viel Zeit in der Prüfung und ist natürlich einfach nur falsch. 7 geteilt durch 8, Integer-Division, bedeutet 7 passt 0 mal in 8 hinein. Das heißt, wir bekommen einfach den Ganzzahlenwert 0. Ja, und drunter die passende Modulo-Rechnung 7 Prozent 8, also Modulo 8. Modulo ist der Divisionsrest. Das heißt, wenn ich 7 durch 8 teile, bekomme ich als Ergebnis 0 und der Rest der Division ist die 7. Die wird dann der Variable i in dem Beispiel zugewiesen. Ja, und zuletzt noch Inkrement und Dekrement. Das Inkrement haben Sie schon kennengelernt in der Zählerschleife bei unserem ersten Beispiel. Hier in den zwei Varianten, dem sogenannten Post-Inkrement, das ist das erste, x++, und im Prä-Inkrement plus plus x, das zweite Beispiel. Beide Beispiele zeigen, dass ich zwei Anweisungen in C in eine Anweisung hineinpacken kann. Beim Post-Inkrement wird erst der alte Wert der Variable zugewiesen und im Anschluss die Variable erhöht, während beim Prä-Inkrement wird erst erhöht, also z ist plus plus x, bedeutet, es wird erst auf x 1 aufaddiert und danach der Wert zugewiesen. Beim Dekrement ist das gleiche, nur ziehen wir die Zahl 1 von der Variable jeweils ab. Jetzt sollten wir in C vorsichtig sein mit der Kombination, das Inkrement oder Dekrement in größeren Ausdrücken, denn der Standard legt sich nicht genau fest, wann
der Wert der Variable bei einem Post-Inkrement oder Post-Dekrement erhöht bzw. erniedrigt wird. Das kann in diesem Beispiel hier, nachdem b zweimal auf 0 geprüft wurde, es kann sein, nachdem das b zum ersten Mal auf 0 geprüft wird. Blöderweise kann ein optimierender Compiler Ihnen hier sogar noch einen Strich durch die Rechnung machen und sagen, gut, das b muss hier nicht erhöht werden unter bestimmten Bedingungen bzw. erniedrigt werden, weil ein b minus minus und ein b plus plus im Endeffekt wieder ein b ergibt. Das heißt, als Warnhinweis, die Arbeitsweise des Compilers ist nach dem Standard nicht genau definiert und wir sollten deswegen die Verwendung von Post-Inkrement und Post-Dekrement vermeiden in größeren Ausdrücken. Das heißt, erlaubt oder sinnvoll ist es im Sinne des Zählens, also eine Variable hochzählen oder runterzählen. Und auch sehr häufig gesehen ist die Return-Anweisung, die quasi noch ein Post-Inkrement ausführt, den alten Wert zurückgibt. Das ist natürlich eine sehr elegante Schreibweise, spart eine zusätzliche Variable zu verwenden. Wir sollten aber nicht das Inkrement bei Funktionsaufrufen in der Parameterliste haben oder in If-Bedingungen oder in größeren arithmetischen oder logischen Ausdrücken verwenden. Ja, noch ganz kurz, es gibt in C nicht so viel typische Funktionen aus der Standardbibliothek für die Integer-Arithmetik. Da haben wir einmal die Abs-Funktion zum Betrag oder die L-Abs-Funktion zum Berechnen des Betrags eines Long-Integer-Wertes. Relativ häufig oder oft verwendet ist R2I oder R2L, das Konvertieren einer Zeichenfolge, also einer Zahl als Zeichenkette dargestellt, in eine Integer-Darstellung und auch gerne verwendet, zumindest für einfache Operationen, die Funktion RAND, die eine Zufallszahl zwischen 0 und RANDMAX generiert. Ja, noch zu den Bit-Operationen. Die bitweise Verarbeitung sollten Sie, wenn Sie den Standard genauer lesen, nur mit vorzeichenlosen Typen anwenden, denn der Standard sagt an einigen Stellen, es ist nicht genau definiert, was bei ganzen Zahlen passiert. Zum Beispiel beim Schieben einer vorzeichenbehafteten Zahl wird das Vorzeichen mit verschoben, geht es einfach verloren. Also hier als Beispiel eben unsigned int oder ein Bit genauer Typ wie uint 8, uint 16 etc. Die Operatoren sind einmal die Tilde, das Tilde-Symbol für die bitweise Nicht-Verknüpfung, das heißt, alle Bits werden invertiert oder einfach ausgedrückt, wir bilden das Einser-Komplement. Die größer-kleiner, jeweils doppelt verwendet, sind die Schiebeoperationen links schieben, rechts schieben. Das Kaufmanns-und hat, wie Sie sehen, eine doppelte Bedeutung. Kaufmanns-und als unärer Operator gibt die Adresse der Variable. Bei den Bit-Operationen steht es für die bitweise Und-Verknüpfung. Das Dachsymbol, das ist exklusiv oder, der Strich, das bitweise Oder. Und natürlich die entsprechenden Zuweisungsoperatoren. Ja, zum Bitschieben habe ich hier nochmal das etwas dargestellt. Wenn wir um ein Bit nach rechts schieben, verlieren wir quasi auf der rechten Seite ein Bit. Wenn wir nach links schieben, dann kommt auf der rechten Seite ein Bit hinzu. Das heißt, eigentlich entspricht es einer Multiplikation um 2 oder einer Division durch 2, wenn wir auf der Bit-Ebene uns das betrachten, was arithmetisch dann das Ergebnis wäre. Wir schieben standardmäßig eben bei vorzeichenlosen Zahlen Nullen hinzu. Wenn wir nach links schieben, füllen wir von rechts mit Nullen auf. Und wenn wir nach rechts schieben, füllen wir von links mit Nullen auf. Schieben also immer eine Null hinein. Ja, die Priorität der Operatoren. Es ist eine Besonderheit, in vielen Programmiersprachen allerdings ähnlich gehandhabt. Die arithmetischen Operatoren sind
so, wie wir sie erwarten. Das heißt, wir haben natürlich mit höchster Priorität mal das Vorzeichen, dann die Multiplikation, Division oder die Modulo-Operation, also die Punktrechnung vor der Strichrechnung, Addition und der Subtraktion. Was etwas verwirrend ist, dass die bitweisen Operationen danach in der Priorität sind, das heißt das Linksschieben, was ja einer Multiplikation mit einem Faktor 2, also mit einer Zweierpotenz eigentlich darstellt, hat quasi niederere Priorität, also wird später ausgeführt als die Addition. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht dem einen oder anderen seltsam vorkommt, genau wie das Bitschieben nach rechts, quasi auch eine niedrigere Priorität hat, also quasi eine Division durch eine Zweierpotenz, hat geringere Priorität als die eigentliche Division, die arithmetische Division. Und im Anschluss an das Schieben kommen dann noch die Bit-Operationen. Die Zuweisung hat die niedrigste Priorität. Das ist natürlich auch sinnvoll, weil alles, was auf der rechten Seite eines Ist-Gleich-Zeichens steht, also rechts vom Ist-Gleich-Operator, wird erst verarbeitet und danach erfolgt die Zuweisung. Das heißt, A ist gleich B. Wenn wir B als Ausdruck ansehen, wird erst der komplette Ausdruck B bearbeitet und danach zugewiesen. Und dargestellt sind nochmal die Kurzzuweisungen, also mal ist gleich, geteilt ist gleich, etc. Ich habe noch den Warnhinweis, Achtung, die arithmetischen Operationen entspricht natürlich der Erwartung der Algebra. Allerdings weisen die arithmetischen Operationen in Kombination mit bitweisen Verknüpfungen eben unerwartet unterschiedliche Prioritäten auf, sodass eine Kombination von Arithmetik und Bit-Operationen unbedingt Klammern erfordert. Ja, zu den Bit-Operationen. Wozu verwenden wir sie? Primär verwenden wir das Oder zum Setzen von Bits. Ich habe hier mal das einfache Beispiel, also Y ist eben eine UINT 32, also eine 32-Bit-Vorzeichenlose Variable. Dann kann ich mit 0x870er einfach das MSB, das höchste Bit einer dieser 32-Bit-Variable setzen. Mit UND kann ich eben Bits maskieren bzw. Bits löschen. Und ich kann natürlich auch prüfen, ob Bits gesetzt sind. Das heißt, die IF-Bedingung, ich möchte prüfen, ist das höchste Bit gesetzt, bedeutet bitweise Verknüpfung mit eben den 0x870ern. Wenn ich das Bit löschen will, dann kann ich eine UND-Verknüpfung vornehmen, und zwar mit dem Bit, das ich löschen will, und davon dem einer Komplement, also der bitweisen Invertierung. Also hier Y und ist gleich, also Y ist gleich Y und eben nicht das Bit 0x800000hex. Hier ist noch die Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte. In Java haben Sie das einfache UND in IF-Bedingungen auch schon kennengelernt. Das ist quasi das UND, was auf jeden Fall ausgeführt wird, also nicht verkürzt werden darf, wie der Doppel-UND-Operator in Java. In C ist das einfache UND auch in einer IF-Bedingung nichts anderes als eine bitweise Operation. Das heißt, wir prüfen nicht in der IF-Bedingung, ob das Y einen Wert hat und die 0x870er-Hex. Nein, wir prüfen wirklich, ob diese Bit-Operation im Ergebnis gleich 0 ist. Dann wäre das Bit nicht gesetzt. Das heißt, egal welches Bit in Y gesetzt ist, solange nicht das höchste Bit gesetzt ist, würde diese UND-Verknüpfung 0 ergeben. Dann gilt die Bedingung als nicht erfüllt. Oder in dem Fall, wenn das Bit gesetzt ist, dann ergibt natürlich die Bit-Verknüpfung mit dem MSB auch wieder das MSB in seiner Wertigkeit. Das heißt, dann gilt dieser Wert ungleich 0 als eine positive, also als eine Wahrbedingung, und wir würden den IF-Zweig wählen. Ich möchte mit Ihnen ein einfaches Beispiel anschauen, und dazu werden wir jetzt gleich die Bit-Operationen verwenden. Wir werden nämlich eine Datenstruktur
mit Hilfe der Bit-Operationen aufbauen. Diese Datenstruktur ist das sogenannte Set. Es stellt eine einfache Menge dar, in denen ich einzelne Werte ablegen kann, und zwar als Unikate. Ich habe dazu eine Folie gemacht als Zusammenfassung. Ich werde die jetzt nicht groß im Detail hier Ihnen vorlesen. Das können Sie sich in Ruhe nochmal anschauen. Die Idee ist, dass wir mit Hilfe von Bits ein einfaches Set bauen, was die Zahlen 0 bis 31 speichern kann. Und wir wollen daraus als Anwendungsbeispiel ein Lottospiel machen, denn wir können natürlich das Set missbrauchen und sagen, wir ziehen Lottozahlen. Das heißt, wir wollen verhindern, dass wir mehrfach die gleiche Zahl ziehen. Wir legen also die gezogene Zahl in einem Set ab. Und das Set bauen wir als erstes und als zweites bauen wir dann noch ein kleines Main-Programm, was quasi diese Lottozahlen ziehen wird. Dazu wechsle ich in die Virtual-C IDE. Dann legen wir mal los. Wir möchten die bitgenauen Integer-Typen verwenden. Das heißt, include standard int.h. Ebenso die Standard-Bibliothek für die Zufallszahlen. Also machen wir standard lib.h. Als erstes schreiben wir uns eine Funktion, um ein Bit zu setzen. Ganz einfach, die Funktion gibt ein UINT32T zurück, heißt setBit, bekommt als Parameter ein UINT32T, das Set übergeben und den Wert. Was macht jetzt die Funktion? Sie möchte das Bit, was ich in Value angebe, in dem Set setzen. Das heißt, ich sage Set oder ist gleich, und zwar Value. Das wäre jetzt die Zahl von 0 bis 31. Ich möchte aber das passende Bit dazu setzen. Das heißt, ich nehme das LSB, das kleinste Bit, und schiebe es um Value nach links. Das heißt, wenn ich das nullte Bit setze, nehme ich 1, schiebe es nicht, setze damit die Zahl 1. Wenn ich das erste Bit setze, nehme ich die 1, schiebe die 1 um 1, also wir bekommen die 2 und setze die 2. Ich gebe das Set noch zurück, damit ich nach außen etwas verändern kann. Die zweite Funktion, die soll ein Bit löschen, 32t. Wir werden sie für unser Lotto später gar nicht brauchen, aber einfach der Vollständigkeit, damit Sie die Bit-Operationen alle kennenlernen. Wir nehmen das Set und das Bit, was ich löschen möchte. Löschen haben wir vorhin gerade gesehen, können wir mit und. Das heißt, ich sage set und ist gleich, also set ist gleich set und das Bit oder die Bitmaske, die ich löschen möchte. Es ist wieder das Gleiche. Natürlich, unser Bit ist 1 geschoben um Value, gibt den Bitwert. Wenn wir an das MSB geben, die 8 mit den 7 Nullern Hex, hier quasi die 31. Als Wert. Ich möchte aber jetzt nicht dieses Bit verknüpfen. Ich möchte das Bit löschen. Das heißt, ich maskiere das Bit mit dem Komplement. Ich invertiere also den ganzen Ausdruck, sage, ich verknüpfe mit der Inversen das Bit den ganzen Ausdruck. Vielleicht mal ganz einfach ein Beispiel, wenn Value 0 ist, dann steht hier 1 geschoben 0, gibt 1, invertiert haben wir ein FFFFFFE. Und wenn ich das unverknüpfe, dann wird garantiert, wenn eine 1 vorher in Set gesetzt war, diese 1 gelöscht, weil die nicht in FE
oder FFFFFE enthalten ist. Okay, wir geben das zurück. Return set. Wir schreiben als letztes eine Funktion, die testet, ob unser Bit gesetzt ist. Die liefert das gesetzte Bit einfach zurück oder die Zahl 0 ist Bit set uint 32t das Set und das Bit. Und jetzt geben wir einfach zurück, verknüpfen jetzt ganz einfach das Set mit dem Bit, was wir prüfen wollen, also 1 um links geschoben, um die Anzahl von Value. Und das ist der Rückgabewert, das heißt, wenn wir nochmal das Beispiel MSB nehmen, diese 0x8, 0, also 7 Nuller, wenn das Bit gesetzt ist und ich hier die 31 übergebe, damit komme ich hier die 0x8 7 Nuller. Wenn das in Set enthalten ist, gibt diese Bitverknüpfung genau den Wert dieses Bits und das wird zurückgegeben. Ist es nicht gesetzt, dann kommt natürlich 0 heraus. Wir wollen das jetzt gleich mal testen. Wir legen uns ein Set an, uint32t, ich nenne es y, setze es auf 0. Wir wollen jetzt einmal das Bit setzen, also y ist unser Set-Bit. Y machen das MSB, die 31. Wir testen noch ein zweites Set-Bit. Y, machen wir das 0. Bit. Dann machen wir Y ist Clear-Bit. Y, 0, löschen das 0. Bit. Und wir prüfen noch if is bit set y, 31. Dann machen wir printf msb gesetzt. Okay, wir gehen das Ganze schrittweise durch. Also ich möchte jetzt gar nicht in die Funktion reinspringen zum Testen. Auf den Stack, wir machen das mal groß. Das Y wird initialisiert, ist 0. Jetzt setzen wir das höchste Bit. Wir sehen, dass hier 8, 0, dann kommen unsere 6 weiteren Nuller. Wir sehen hier die Little Endian Darstellung, deswegen ist es in der Reihenfolge vertauscht. Erwarten würden wir natürlich 8, 0, 0, 0, also die 7 Nuller. In dieser Form, das wäre die Big Endian Darstellung. Die Virtual-C IDE verwendet die Little Endian Darstellung. So, der nächste Schritt ist das letzte Bit zu setzen, also das LSB. Wir sehen, das ist gesetzt. Wir können es wieder löschen, setzen es zurück und wir prüfen, ob das höchste Bit gesetzt ist. Das wird auch funktionieren, weil wir einfach quasi mit dieser Unverknüpfung mit der Maske das MSB abprüfen. Sehen auch hier im Rückgabewert, wir kriegen genau dieses höchste Bit zurück und geben aus, das MSB ist gesetzt. Was ich aber eigentlich mit Ihnen machen möchte, ist eben dieses Lottospiel. Das heißt, ich kommentiere das jetzt mal aus. Wir haben erfolgreich unser Bit-Set getestet. Wir wissen also, dass das Ganze funktioniert. Jetzt möchten wir das Ganze mit Lottozahlen ausprobieren. Die Idee ist folgende. Wir ziehen eine Lottozahl, setzen die Lottozahl in den Bit und danach prüfen wir mit dem Zug der nächsten Zahl, ob in diesem Set diese Zahl schon gesetzt ist. Das heißt, wir nehmen uns eine zweite Variable, die kann jetzt vom Typ ein Int sein, weil unser Value ist ja auch ein Int. Und wir erzeugen eine Lottozahl mit Hilfe der Rand-Funktion. Und jetzt ist die Besonderheit, die Zahl muss natürlich zwischen 0 und 31 liegen. Ganz einfach, wir können mit der 31 und verknüpfen. Alternativ könnten wir natürlich
modulo 32 rechnen, also durch 32 dividieren und den Rest zuweisen. Der Rest liegt dann auch zwischen 0 und 31. Aber nachdem wir gerade uns die Bit-Operationen anschauen, passt natürlich hier diese Bitmaske, das heißt, die Zahlen bis zu 31, das ist ja zufällig, sind es genau eben die Bits 0 bis 4, die werden alle positiv gesetzt bei der Unverknüpfung, das heißt, die kommen zurück. Wir setzen das entsprechende Bit und geben die Lottozahl aus. Vielleicht erst ausgeben. Prozent D, unser Value, und machen Y ist gleich Set Bit Y, Value. Jetzt haben wir die erste Lottozahl. Wir wollen das Ganze noch fünfmal weitermachen. Das heißt, wir machen jetzt eine Vorschleife von I gleich 0, I kleiner 5, I plus plus. Und möchten jetzt die nächste Lottozahl ziehen. Die nächste Lottozahl ist ganz einfach. Unser Value ist wieder dem Rand mit der Maske 31. Und jetzt müssen wir, falls diese Zahl bereits gezogen ist, also solange diese Zahl bereits gesetzt ist, ist mit set y, value, müssen wir eine neue ziehen. Das ist jetzt hier die kritische Geschichte. Wir hoffen darauf, dass der Zufallsgenerator ausreichend Zufallszahlen liefert und nicht immer die gleichen. Dann könnten wir jetzt hier in der Schleife hängen bleiben. Aber bei einer schönen Gleichverteilung kriegen wir zufällig dann natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Zufallszahl, die eben nicht gesetzt ist. Das heißt, wir wiederholen so lange, solange die Zahl schon einmal gezogen wurde. Dann können wir die Zahl ausgeben. Das ist quasi unsere nächste Zahl. Das ist die neue Zahl, die wir gezogen haben. So, jetzt müssen wir unsere Lottozahl noch hinzufügen zu unserem Set, also Set Bit Y, Value. Und damit ist unser Lottozahlengenerator auch schon fertig. Ich werde zum Testen auch wieder einfach schrittweise hindurch springen. Das heißt, wir erzeugen eine Zufallszahl, das ist jetzt hier die 10, geben sie aus, setzen das 10. Bit in unserem Set, gehen jetzt in die Schleife, wir holen die nächste Zufallszahl, das ist hier die 6, geben sie aus, setzen sie im Set, holen die nächste Zufallszahl und das ist jetzt wieder die 10. Das heißt, wir müssen erneut ziehen, sie ist ja im Set bereits gesetzt, kriegen jetzt die 16, passt, geben die 16 aus, die nächste Zahl ist nicht im Set, wird ausgegeben, die nächste 3 ausgegeben, 12 ist nicht im Set und damit haben wir unsere Zahlen ausgegeben. Wir können das Programm jetzt mehrfach starten und es wird Ihnen auffallen, dass immer die gleichen Zahlen erscheinen. Das liegt daran, dass unsere RAND-Funktion eine Zahlenfolge generiert, ausgehend von einem Startwert. Damit wir Zufallszahlen bekommen, sollten wir den Startwert noch setzen. Das machen wir mit der sRAND-Funktion und am einfachsten setzen wir das Ganze auf die aktuelle Uhrzeit. Dann wird ausgehend von der aktuellen Zeit ein Zufallswert bestimmt. Und für Time, wir werden die Funktion noch später kennenlernen, müssen wir time.h einbinden, da ist die Funktion time deklariert. Okay, ich mache mal hier einen Breakpoint, dann sehen wir gleich, ob das Ganze passt. Wir haben jetzt die 7, das war eine andere Zahlenfolge, das heißt, wir bekommen jetzt eine Reihe anderer Zufallszahlen. Wir können das jetzt auch mehrfach starten und sehen, wir kriegen jetzt jedes Mal neue Werte zwischen 0 und 31. Wenn wir uns stark beeilen, dann sehen wir, dass wir mehrfach die gleichen Werte bekommen. Das liegt daran, dass die Funktion time
die Sekunden seit dem 01.01.1970 zurückgibt. Und natürlich, wenn wir innerhalb einer Sekunde das Programm neu starten, dann bekommen wir hier keine Zufallswerte. Ja, damit ist das Beispiel zu den bitweisen Logikverknüpfungen abgeschlossen. Wir werden jetzt im zweiten Teil uns die Ein- und Ausgabe von Integer-Variablen und das Rechnen mit Integer-Variablen, also das algebraische Rechnen, noch anschauen. Ich lade Ihnen das Beispiel als Lotto32.c auf den Dokumentenserver hoch. Das heißt, Sie können mit dem Beispiel gerne auch selber noch ein bisschen herumspielen. Bis gleich zum zweiten Teil.